So, die fünfte Mission können wir jetzt starten. Wir haben endlich gescheite Panzer. Sind, glaube ich, die mittleren. Gibt noch ein paar größere. Beziehungsweise eine Art größerer Panzer. Und die nennen sich Panzer M1A1. Haben wir im letzten Video auch schon festgestellt. Ruckelnd bewegen sie sich voran. Und sollten ein bisschen mehr drauf haben als diese lächerlichen Mini-Dinger. Einen Bauch habe ich schon nicht bekommen. Warum nicht? Was sagt denn der Auftrag? Ein GDI-Stützpunkt liegt unter Beschuss. Der erste Angriff wurde abgewehrt. Einen zweiten würde er nicht überstehen. Würden er nicht überstehen. Ist das ein Fehler? Finden und reparieren Sie die Basis, dann organisieren Sie einen Angriff auf den Gegner. Okay, da muss ich erstmal die Basis finden. Am besten nicht mit den Leuten durchs Tiberium latschen. Das ist tödlich, wie wir wissen. Beginnt eigentlich in jeder Mission dieses Lied von Anfang an. Nicht, dass ich es nicht mögen würde, aber wenn so viele da sind, dann könnte man da ruhig ein bisschen mehr Abwechslung reinbringen. Ich glaube, ich kann darauf Zufall stellen. Aber dann muss ich in die Option und das ist mir wieder zu kompliziert. Also zu aufwendig, sagen wir es mal so. Da muss ich nämlich Escape drücken und die Tastatur liegt gerade ein bisschen weiter weg. Ich bin dazu einer, der spielt Command & Conquer lieber mit der Maus, ohne irgendwelche Tastenkürzel. Deswegen wäre ich wahrscheinlich auch sehr erfolgreich im Multiplayer. Diese Panzer mag ich gar nicht, die überfahren mich. Tschüss. Jetzt will ich aber gerne relativ schnell die Basis finden, nicht dass ich wieder den total falschen Weg nehme wie in der letzten Mission. Die Frage ist, ob ich Verstärkung bekomme. Ja, ich könnte die eigentlich auch etwas öfter überfahren einfach. Ich wette, ich bin wieder... Ah, da ist eine Basis. Vielleicht ist das die richtige. Ich hoffe sehr. Denn die gegnerische ist wahrscheinlich weiter oben. Wäre typisch. Jetzt haben sie auch richtig schön platziert da. Schnell weg, schnell weg. Direkt hinterm Tiberium, wo man nicht durchlatschen darf. Kann man also leicht übersehen. Dann geht man erstmal hier oben lang. Wo ist die Basis? Wo ist die... Ah, das ist der Feind. Naja, vielleicht ist das hier auch gar nicht die richtige Basis. Mal gucken. Doch, die richtige. Boah, alles voll am Abkacken hier. Ich denke mal, da muss ich erstmal reparieren. Ich weiß nicht, ob das wirklich notwendig ist, damit die Sachen schneller produziert werden können. Aber ich mach's einfach mal. So, und dann, was bauen wir dann? Sammler habe ich. Der ist sogar noch voll fit. Ich kann keine Gebäude bauen, fällt mir als erstes auf. Aber ich kann Wüstenjäger bauen. Natürlich keine von denen hier. Da muss ich ja langsam ranarbeiten an seine Verdienste, ne? Was ist das denn? Ist das der Feind? Ach, der kundschaftet mich aus, glaube ich. Ich habe auch mitbekommen, dass man in der einen Mission, in der zweiten oder dritten war das, schon Luftunterstützung bekommen hätte können, also das war ja schon klar. Aber wenn ich diese Flugabwehrdinger schneller ausgeschaltet hätte, dann hätten wir das auch noch mitbekommen in der Mission und nicht erst danach. Durch diese Videosequenz. Übrigens sieht die Wampfabrik ganz cool aus, ich kann mich null daran erinnern, dass die so aussah. Aber die gefällt mir durchaus. Ich kenne irgendwie nur noch die Kasernen, vielleicht war ich auch noch nie so weit im Spiel. Ich habe vielleicht immer nur die ersten zwei Missionen gespielt, was? Kann nicht sein. Oder ich habe gleich mit Nord angefangen. Ich glaube, Nord hat mich immer ein bisschen mehr fasziniert. Allerdings ist GDI hier definitiv stärker. Und eigentlich bin ich eher pro GDI immer. Vielleicht, ne, ich kann nicht mal mehr Verteidigungstürme oder irgendwas bauen. Ich kann nichts bauen, ich habe keinen Bauhof. Das bedeutet, sobald das Tiberium hier weg ist, ja, das dann sowieso, dann habe ich ein Problem. Dann kann ich nämlich keine Einheiten mehr bauen. Die Silos lassen wir mal schön. Denn wenn man keine hat und zu viel Geld hat, kriegt man kein neues mehr, auch wenn der Sammler neues Geld anbringt. Dann schüttelt er das quasi weg, wenn er das hier reinpackt, packen will.
Und das wäre richtig doof. Hat eben Liegestützen gemacht, dieser Grenadier. Genial. Ja, ich denke mal, wir können die Spielsteuerung etwas erhöhen. Wenn wir sowieso noch am Warten sind. Jetzt hab ich das wieder an, jetzt geht's wieder. Mal gucken, ob das alles läuft. Ja, läuft schon. Ich könnte jetzt noch mehr Waffenrügen bauen, wenn ich einen Bauf hätte. Um schneller bauen zu können. Diese Einheiten. Aber leider habe ich keinen Bauf. Ja, die kommen auch immer unendlich. Die haben unendlich Ressourcen, die Gegner immer. Das kennt man aus den alten Spielen. Bei den neuen ist es aber auch ähnlich, glaube ich. So, dann mache ich mal. Ich habe jetzt nur die linke Hand gerade an der Tastatur, deswegen machen wir das so. Ein bisschen langsamer sollte es schon sein, dann greifen wir mal an. Hier wird der Sammler leider nicht ausgenommen, wie bei späteren Command Conquer-Teilen, wenn man alle ein Viereck um alle zieht. Das ist ganz angenehm in den neueren Teilen. Wenn man alle auswählt, hier so, wird er einfach ausgelassen. So wie jetzt. Was? Weil er gerade gar nicht als Einheit gezählt wird, weil er gerade Geld einsackt, also einbringt. Cool. Aber jetzt wird er angewählt. Gut, ich denke, wir können mal einen kleinen Vorstoß wagen. Vor allem gegen Infanteristen sind halt diese Wüstenjäger sehr effektiv. Nur gegen die hier, da hätte ich dann lieber ein paar mehr von denen. Der ist natürlich ganz hinten jetzt, wo er total nützlich ist. Dafür verliere ich ihn nicht so schnell. Man muss alles positiv sehen. Jetzt muss ich die ja eigentlich nur noch besiegen, oder? Oder war da noch irgendwie ein anderer Auftrag? Jetzt ist natürlich gut, dass der hier mal da hinten stand. Jetzt kann der sich darum nämlich kümmern. Ah, ich freue mich auf den Mammutpanzer. Rakete spielt so ab. Und ich werde es diesmal hier in dieser Aufnahme zum ersten Mal schaffen, das Spiel durchzuspielen. Also wenn nichts dazwischen kommt. Habe ich bisher nämlich schon nie gemacht. Eine sträfische Unterlassung meiner Kindheit. So, die meinte ich. Er hat die stehende Einmission alle aufgeschaltet. Ich glaube, das ist auch in jeder Mission. Wenn die alle wechseln, dann kriegt man Luftunterstützung. In Form von Flugzeugen. Nicht in Form von UFOs oder so, aber das war ja dann bei Tiberian so. Ja, komm mal ein paar. Naja, ist vielleicht auch ganz gut, noch ein paar hier zu haben, falls die von links kommen. Und sonst meine Basis niedermetzeln. Dieses Lied erinnert mich so ein bisschen an eins aus Generals. So episch, so einen epischen Klang. Das hat Generals ganz gern gemacht. Und meine Pizza ist fertig. Dann sollte ich das schnell zu Ende bringen hier. Ich weiß nicht, ob man das gehört hat, bestimmt. Aber bevor sie kalt wird. Also schnell noch die Basis hier niedermetzeln. Wie der ganz ruckizuck ist, ja, dann schafft das nicht. Es sei denn, ich habe nicht genug Schlagkraft. Den Sammler am besten nicht angreifen, sonst kommen alle Einheiten. Naja, das könnte auch nützlich sein. Es kommen alle feindlichen Einheiten und regnen sich ganz doll auf. Wieso hält es so viel aus? Tschüss. Weg mit dir. Schnell das Teil weg. Ich würde es gerne ja mal zeigen. Na gut, es dauert mir zu lange. Und irgendwas erobern will ich auch nicht. Wow. Vielleicht ein bisschen Verstärkung anbringen. Habe ich den Sammler jetzt auch hochgeschickt? Nein, gut. Na, das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Der Sammler versucht mich zu überfahren. Okay. Schafft er nicht. Okay, das war ja eine tolle Niederlage. Und jetzt kommen sie zu mir. Ja, ich glaube, das hätte ich nicht machen sollen. Hilfe! Breche auf! Jawohl, Sir!
Ey, jetzt fliegen die direkt über meine Basis. Wie fresh ist das denn? Hilfe! Gut, ein paar drehen ab, oder? Jetzt überlebe ich trotzdem nicht. Ich habe zu wenig Einheiten. Das Dumme ist, man kann ja auch nicht schneller irgendwie Geld einsacken. Boah, sind die schwach, weil sie keine gescheiten Kugeln haben. Nur so ein MG. Da kommen noch mehr. Einheit verloren. Dann muss ich jetzt einfach mal probieren, ob ich das noch überlebe. Oh, jetzt kommt... Ja, puh. Gut, ich sag mal, ich werde jetzt erstmal Pizza essen. Und dann probiere ich das nochmal. Ich habe hier noch einen Speicherstand, wo ich da den fortführen kann, ne? Wenn ich von vorne anfangen muss, dann werde ich erst ein paar Einheiten noch nachbauen. Ich versuche immer minimalistisch mit so wenig Einheiten wie möglich es zu schaffen, so konträr zu Honky Tonk, falls ihr nur kennt. Und naja, es klappt nicht halt immer so, wie es soll. Dafür, wenn es klappt, habe ich eine sehr hohe Effizienz dann in der Bilanz. Also dann bis zum nächsten Video. Ciao, ciao. So, die Missionen werden schwerer. Deswegen brauchen wir mehr Spielgeschwindigkeit. Sonst würde das zu lange dauern. Die können wir inzwischen auch nach oben schicken, würde ich mal sagen. Solange ich schneller bauen kann, als sie ihre kleinen Angriffe starten und ein paar von mir zerstören, kann ich das sogar schaffen. Irgendwer schreit da. Wer ist der Schreier hier, ne? Langsam müsste es doch mal reichen, oder? Sieht doch schon so viel aus. 400 Dollar. Kostet so ein dummes Ding. Jetzt habe ich gerade 550. Ich will mal sehen, wie viel so eine Wagenladung gibt. Ja, so 700, ne? Das heißt, mehr als einer ist da nicht irgendwie auch nicht verzählt, ne? Glaube ich. So, 200 bis 900, 700 doch. Okay. Also nicht mal zwei kann man pro Wagenladung bauen. Schön. Ach, der holt jetzt schon von da oben irgendwo, Tiberium. Kann doch nicht warten, dass man so viel bauen muss. Ja gut, inzwischen sollte es auch reichen. Ich denke mal, das hier ist so die Geschwindigkeit, die man als Standard nehmen kann, damit es noch ein bisschen annehmbar schnell ist. Sonst ist es ja Tiberian-Sun-Niveau und das war doch ein bisschen arg langsam. Auch wenn ich nichts dagegen hätte. Ich bin ja gerne einer, der sich ein bisschen Zeit lässt und die Sachen auch genießt. Den Einheiten auch gerne beim Rumlaufen zusieht. Und nicht nur zufrieden ist, wenn sie immer erst am Ziel sind. Hier so ein bisschen Terrain aufdecken, das macht auch schon Spaß. Muss man nicht immer gleich irgendwas Sinnvolles machen. Weg damit, weg damit. Das weg noch. So, diesmal habe ich so viele Einheiten, das müsste eigentlich reichen. Auch wenn diese Dinge halt echt so widerstandsfähig sind, das ist übel. Die sind echt hart im Nehmen. Und auch stark im Austeilen. Da freue ich mich ja auf spätere Verteidigungsanlagen von Nord. Da gibt es immer noch stärkere. Ich will jetzt nicht spoilern. Aber wer Command Conquer kennt, generell, der weiß sowieso, was ich meine. Jetzt erstmal den Sammler weg. Dann treten sie mich völlig durch. Und kriegen keinen Nachschub mehr. Wie ich schon wieder 1000 Einheiten verliere. Ja, die kommen jetzt ganz langsam nur voran. Wieder dazu. Was macht der denn da? Okay. Seltsam. Ich sollte schnell ihre Kaserne zerstören. Es kommt da ja mal ein neues. Wo ist die scheiß Kaserne? Das ist sie, ne? Die Hand. Haben die auch eine Waffenfabrik? Das wäre ja nur fair, ne? Ich habe hier auch eine.
Aber Fair und Command & Conquer passt nicht so ganz zusammen, wenn der Feind schon immer unendlich Ressourcen hat. Oh, eine Flug... Ah, das ist die... Ja. Macht mal, ne? Könnte jetzt noch die Silos einnehmen, dann würde ich bestimmt ein bisschen Geld noch verdienen. Musst du erstmal mal gucken, ob die schaffen zu viel. Das sollte eigentlich möglich sein, oder? So schwach sind die ja auch wieder nicht. Der will sich schnell in meine Basis schleichen, ich merke schon. Wird ihm aber nicht gelingen. Da jetzt noch irgendwo so eine... Ach, da, die, ne? Aha, gewonnen. Und hab nur eine Einheit verloren. Aber daran ist er wohl selber schuld. Weil er scheinbar hier gewechselt hat. Bei den Einheiten, die er abschießt. Oha, jetzt habe ich nur noch einen. Das sieht nicht gut aus. Die muss ich kurz mal zurückbeordern. Hä, wo ist er hin? Ne, er ist aus dem Gebiet, ne. Ich dachte schon, er wäre geflohen. Ist er doch nicht. Dann kann ich ja so dabei bleiben. Angriff. Dann kann man dir nicht einen Befehl erteilen. Kümmert euch einfach um die ganze Basis. Es geht bei Generals. Ich glaube auch erst ab da. Da kann man sagen, greift alles an, was in der Nähe ist. Dann machen sie das einmal ganz selbstständig. Da muss man gar nichts mehr machen, kann man das wie einen Film angucken. Das ist moderne Kriegsführung. So, weg damit. Boah, die haben noch einen Bauch. Die unfair. Na, ich sagte doch, fair und Command & Conquer. Voll. Ich habe keinen Bauch, aber die haben eine riesige Basis. Haben selbst noch Geld, wenn sie keinen Sammler mehr haben. Mal gucken, ob das jetzt die letzte war. Den habe ich noch, immerhin. Aber nur noch einen, oder? Ich sehe nur einen. Die sind alle gelb. Also man kann schon genau hingucken, wenn man da einen Unterschied feststellen will. Okay, scheinbar... Oh, da ist der Bau auf als letztes Gebäude. Yay. Ist das jetzt schon geschafft? Eigentlich müsste ich schon gewonnen haben jetzt. Aber scheinbar ist noch irgendwie so eine Flugabwehrplattform da. Schon wieder als letztes. Gerade das wollte ich eigentlich vermeiden. Um die Luftunterstützung mal zu zeigen. Werden wir wohl wieder nicht sehen dieses Mal. Irgendwann vielleicht. So wirklich nützlich wird die wohl nicht mal werden. Ah ja, da haben wir sie. Hätte auch keiner drauf kommen können, dass sie da oben steht. Schön. Aber ich glaube, da das Video sonst zu kurz wird, hänge ich das einfach an das Alte dran. Dann sind alle zufrieden. So, und da die Videos gleich wieder rumhackeln, versuche ich mal, ob das mit dem Auflösungswechsel besser wird. Boah, geil, warum sagt mir das keiner? So sehen die Kisten ja also aus. Gut, das habe ich auch nicht gewusst irgendwie oder vergessen. Bei Tiberien sind die ja riesig. So Klötze, Würfel. Schön. Also dann sage ich mal Tschüss und wir sehen uns dann mit der nächsten Mission, mit der Videosequenz wieder. Also bis dann. Erstmal speichern, ne? Erstmal speichern. Und da hier. Und da hier. Aha. Können wir das auch wieder löschen? Und ich sage Tschüss. Ciao, ciao.